Als ich das erste Mal auf die andere Seite gegangen bin, rappen und als letztes das Megan. Ich habe als erstes einen fetten Hit genommen und dann fast ins Maul reingekotzt, wegen dem Geruch vom Popschutz. Das ist so übel! Der Popschutz, der dort drin hat 19.000 Seuchen drin. Das ist ja immer noch einer von den Cypher mit den meisten Aufrufen. Da habe ich psycho viel Props gekriegt als für den. Wirklich, der hat meine Live-Shows geändert, weil ich auf Small Ups krass geiles Mega hatte, um live spielen. Und ich habe ja kein Album draussen gehabt. Nee. Oder so. Schau, mein Katana hat das Jahr noch kein Blut geschmückt. Mein Boden nicht mit Teppich, sondern Blut geschmückt. Habe ich aber eine geile Line gefunden, weil ich bin Psycho-Samurai-Fan und Japan und Animes und Mangas allgemein. Und ich habe eben richtig krasses Katana, Damaststahl, Hagane-Shit. Wenn man Krummkusch ist, mein Boden mit Blut und nicht mit einem Teppich geschmückt. Alter, umso öfter sie jetzt haben wir Rapper, umso behinderter finde ich es. Scheiße. Ich habe das immer eine geile Line gefunden, aber ich habe nie irgendwie Props für jemanden von dir gekriegt. Und ich gefunden, ja, vielleicht ist das einfach etwas, was nur ich geil finde. Träge meine Haare lang, du Hurensohn. Züchter deine Ohren lang, du Hurensohn. Das war im Fall einfach allein. Die Dudes, die ich auch in Chur einmal darüber geredet haben, die das vielleicht nicht so akzeptieren, was für Soundungen machen, die haben es dann auch mega lustig gefunden, dass ich aufs Mal meine Haare wachsen lassen, oder? Leute im Ausgang in der Stadt haben mir das noch geschrauen, die allein, weil sie so gefunden haben, boah, das ist zu krass für Schweizer Rap. Und ich bin so, okay, danke, Dude. Ich schaue mich aber selber auch nicht mal. Ich muss immer so schauen, wer hat was geil gefunden und lustig ist. Ein paar Jungs von mir von Chur sind dort, oder? Und chillen sind mit, oder? Jedes Mal, wenn es darum ging, dass sie einen Fresse kaputt schlagen oder so, alle so. Wirklich? Du musst einfach mal darauf achten. Die zwei Jungs dort, sie alle so. Yeah, nimm euch Freude am Leben. Dragon Ball am Sonntag wichtiger als eures Leben. Oh. Rap für mich, so wie Atari für Nerds. Ich brich nicht nur eure Knochen, sondern bald alle Rekord. Oh. Transformer wie Megatron, Optimus. Immer push, doch bring meiner Mom niemals die Cops ins Haus. Ich nehme heute Freude am Leben. Das ist einfach so eine Füllein, wirklich. Aber Dragon Ball am Sonntag wichtiger als eures Leben. Das ist dann wirklich, Dragon Ball ist dann Prio Nummer 1 gewesen. Sonntag mit den Jungs abmachen, chillen, obsessen und die neue Folge Dragon Ball schauen. Pfff, Psycho gewesen. Das ist der gottverdammte Unterschied. Gib alles für den Traum seit der Postfinale Jugendzeit. Gib alles für den Traum seit der Postfinale Jugendzeit. Ja, das war einfach ein Wort, das ich erfunden habe, wo ich Wörter aneinander gehängt habe. Wo könnte irgendwer, wenn mega krank in einem Mogel ist? Aber ja, das Wort existiert nicht, aber es hat sich gerade super gereimt. Und ich habe das Gefühl gehabt, mega schlaue Leute checken, was ich damit sagen wollte. Das ist Error, dein Songfile Error. Nenne mich Godaime, bin ein Gottheit Zeno. Godaime ist der Hokage vor fünfter Generation, das ist Naruto-Referenz. Wenn es checken, sie kann es jetzt nicht ausführlich erklären. Und Gottheit Zeno reimt sich halt zu krass auf Godaime, oder? Und Zeno ist das Oberste bei Dragon Ball. Ist rausgekommen seit Dragon Ball Super. Ist so omnipotent, omnipräsent gewesen. Mega klein und uhrenherzig. Ich schwöre, Zeno ist fast so herzig wie Baby Yoda. Nein, das stimmt nicht, aber.